Von außen hat die neue Sportschwimmhalle in der Karl-Marx-Allee in Lobeda-West schon deutlich Gestalt angenommen. Seit dem Richtfest im November wurden die Fenster eingebaut und auch die Dachkonstruktion ist fertig. Aktuell wird die Verkleidung der Fassade vorbereitet. Auch im Inneren sind große Teile der Arbeiten bereits abgeschlossen. Die Wände des wettkampftauglichen Sportschwimmbeckens mit 850 Meter Bahnen sind fertig montiert. Jetzt werden Schweißarbeiten am Boden durchgeführt. Auch die Arbeiten am Leerschwimmbecken im hinteren Bereich der Halle sind weit vorangeschritten. Später soll es einmal über einen höhenverstellbaren Boden verfügen. Das ist nicht die einzige Neuerung in der Sportschwimmhalle. Ja, vor allen Dingen technische Themen haben wir dort nochmal aktualisiert. Also es wird getrennte Wasserkreisläufe beispielsweise geben, sodass die Kinder sich in dem warmen Becken eher über angenehme Wassertemperaturen erfreuen können. Und im Sportbecken wollen wir endlich mal ein Becken in Jena haben, wo man auch wirklich Sporttemperatur hat. Das werden so 27 bis 28 Grad sein beispielsweise. Die moderneren Wasserkreisläufe ermöglichen nicht nur angenehmere Temperaturen. Durch eine bessere Aufbereitung muss Schmutzwasser nicht mehr komplett entsorgt werden, sondern kann zurück in den Kreislauf fließen. Dadurch geht weniger warmes Wasser verloren, was auch für einen niedrigeren Energieaufwand sorgt. Mit Blick auf eine möglichst energetische Bauweise haben sich die Stadtwerke außerdem für eine Photovoltaikanlage entschieden. Diese wird aktuell auf dem Dach montiert. Eine weitere Besonderheit gibt es bei dem Becken im Inneren der Halle. Während sie in den meisten Schwimmbädern aus gefliestem Stahlbeton bestehen, kommt in der Sportschwimmhalle Edelstahl zum Einsatz. Die Edelstahlbecken sind natürlich in der Anschaffung etwas teurer als ein normales gefliestes Becken, aber in der Unterhaltung, Wartung wesentlich weniger anfällig und sparsamer. Wir haben auch nur weniger Wasserwechsel im Jahr vorzunehmen, nämlich einen. Und die Edelstahlbecken sind standardmäßig wesentlich haltbarer als ein gefliestes Becken. Auf dem Boden wird außerdem eine Schiene montiert. Damit kann später einmal die Startblockanlage verschoben und die Strecke auf 2x25 Meter abgeändert werden. Wenn die Arbeiten an dem Becken abgeschlossen sind, müssen bis zur Fertigstellung der Schwimmhalle vor allem noch die Haus- und Elektrotechnik installiert und die Fassade fertiggestellt werden. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan. Für Ende dieses Jahres ist die Eröffnung geplant. Mit Blick auf das Freizeitbad Galaxy kommt allerdings die Frage auf, ob auch Wasserrutschen für Kinder eingebaut werden. Nein, natürlich nicht. Das bleibt weiterhin bei uns im Galaxy. Das soll das Bad für den Spaß und die Action sein. Und hier, das ist wirklich klassisch im Schwimmsport, der Reha, diesen ganzen Themen vorbehalten und deswegen ganz klar keine Rutschen. Die Sportschwimmhalle wird ihre Türen nicht nur für Vereine und Schulen öffnen, sondern zu gewissen Uhrzeiten auch für die Öffentlichkeit. Die Eintrittspreise sollen spürbar unter denen eines Freizeitbades liegen. Für Schwimmbegeisterte steigt also allmählich die Vorfreude, auch wenn sie sich bis zur Eröffnung noch mehrere Monate lang gedulden müssen.